Ja, guten Morgen Leute, hallo. Bin jetzt gerade, fange jetzt dann gleich an zu arbeiten und da habe ich mir gedacht, mache ich noch ein kurzes Update-Video. Gibt also auch noch Leute, die ihrem Handwerker einen Kaffee bringen morgens. Geil. Ja. Also als erstes will ich mich schon mal ganz stark bei euch bedanken. Also wir sind da auf einem super Weg. Wir haben auch sicherlich schon das Geld zusammen für einige Videos und sind da also auf einem guten Weg. Die komplette Serie oder die happigen Dinger, die kommen da noch, aber ich denke, wenn das so weitergeht und da sind auch wieder Leute dabei gewesen, die es ein bisschen übertrieben haben. Aber wir sind jetzt da mit dieser Spende bzw. Wertschätzung oder eigentlich vom Prinzip das rechtliche Absichern dieser Videoreihe auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das läuft also da, danke. Da schauen wir mal, ich denke mal, da werden wir das Ganze dann schon irgendwie zusammenkriegen. Also da nochmal ganz, ganz großes Danke an euch. Was will ich noch kurz sagen? Was mir aufgefallen ist, ist, dass viele meinen, das wird jetzt so eine Art Rachefeldzug, beziehungsweise ich sollte das doch alles auf sich beruhen lassen und würde mir da nur Ärger einhandeln und würde mich da eventuell mit Leuten anlegen, wo ich keine Chance habe. Also erstmal sind wir hier von einem Rachefeldzug ganz, ganz weit entfernt, sondern das wird einfach nur eine Videoreihe, wo man einfach sieht, wie das Ganze abläuft und alles, was da also gezeigt wird, hat also Hand und Fuß und kann ich also auch schriftlich beziehungsweise mit Zeugenaussagen belegen. Also ich denke mal nicht oder ich weiß nicht, ob jetzt da irgendwas dran wäre, dass das ein Rachefeldzug ist, sondern das ist eine einfache, ganz, ganz nüchtern betrachtete Geschichte, wo man einfach sieht, wie sowas abläuft. Und wenn jetzt da einige Leute kalte Füße kriegen, dann ist das nicht meine Schuld, sondern das liegt dann praktisch an daran, was die gemacht haben oder auch nicht. Ja, viele wollten auch genau wissen, um was geht es jetzt genau. Wir haben also halt dann, wie schon erwähnt, diese Anzeige und da werde ich euch also dann in so kleinen Videos teilweise untermalt dann mit Schriftstücken, die könnt ihr dann auch einsehen, einfach mal mitkriegen, wie das Ganze so abläuft. Es gibt viel Schatten in diesen Videos und es gibt aber auch Licht oder Sachen, wo man sagt, boah, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also das gibt es dann auch. Ich werde dann ein Video über zum Beispiel das Ganze, der Ablauf, also mit was hat man zu tun, also mit der Polizei ein Video machen. Dann werde ich ein Video machen, in meinem Fall, über die einzelnen Behörden, mit denen man zu tun hat. Also das bedeutet in dem Fall das Landratsamt, die untere Jagdbehörde. Dann das Veterinäramt war in dem Fall auch bei mir natürlich aktiv, sobald irgendwas mit Tieren ist. Dann haben wir, da werden mehrere Videos kommen über den Bayerischen Jagdverband, der natürlich da auch involviert war in die ganze Sache, praktisch als Fachverband, ne, der sich da mit der Jagd auskennt. Und dann werden wir auch noch ein Video machen über die Jagdpresse. Das bedeutet, bestimmte jagdliche
ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Fachplattformen und auch über Foren, wo dann sich praktisch die jagdlichen Experten tummeln. Und das, so wird das Ganze dann ablaufen. Es gibt halt, wie gesagt, Videos, die dann vom Themenbereich sehr heikel sind. Da werden dann dementsprechend halt die Anwälte zigmal drüber schauen und das Ganze absichern. Und dafür benötigen wir also für dieses Projekt das Geld. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und da bedanke ich mich schon mal. Brauche noch ein bisschen, aber ich denke, wenn das so weiter läuft, wird das Ganze wahrscheinlich klappen. Also wir sind da auf einem guten Weg. Ganz, ganz interessant finde ich jetzt, wäre diese Videoreihe für die Jäger, dass die einfach mal sehen, wie sowas abläuft und was, ja, was das Ganze auch für Konsequenzen für den Einzelnen hat, beziehungsweise allgemein für die Jagd. Und also auch ganz, ganz wichtig finde ich jetzt persönlich für die Nichtjäger. Ich habe also zig Leute, die mir geschrieben haben, du, ich habe wegen dir den Jagdschein gemacht und das freut mich also absolut. Und dann hat die ganze Sache, die ich also da praktisch, keine Ahnung, die letzten fast 8 Jahre gemacht habe, irgendwo einen Sinn. Und das freut mich. Und was mir auch mal wichtig war, ist, dass man den Leuten, den normalen Leuten, was heißt normale Leute, einfach auch mal zeigt, wie das so ist. Und deshalb heißt die ganze Geschichte Ehrliche Jagd. Ja, also das ist noch ein ganz kurzes Update. Ich darf jetzt noch ein bisschen was machen und tun. Und dann hoffe ich, dass das Ganze klappt. Und wir schauen dann, dass wir das Ganze finanziell irgendwo auf die Kette kriegen. Und dann praktisch, ja, mal schauen, wenn das Ganze irgendwo hinhaut, die nächsten Wochen damit starten können. Also, vielen Dank, macht es gut, euer Weitläufer.